Ja, jetzt zwei, drei Worte zu unserer Bewegung in Landshut. Ich bin ein Querdenker. Was heißt Querdenken? Querdenken heißt, glaube erstmal nichts, hinterfrage das meiste, möglichst alles und denke selbst. Und das haben wir relativ früh schon begonnen, also so im April. Vor allen Dingen, als in Stuttgart die ersten Demos losgingen, weil die Stuttgarter Querdenker haben es überhaupt möglich gemacht, dass wir wieder auf die Straße gehen können. Es war ja ein allgemeines Demonstrationsverbot und das war eine Sache, die wir uns Deutsche hätten niemals vorstellen können, dass wir unsere Meinung nicht mehr öffentlich kundtun dürfen. Und das hat uns dazu bewogen, Anfang Mai dann, am 6. Mai, selbst auf die Straße zu gehen. Wir sind mit 5 Hansens vor das Landshuter Rathaus gezogen und plötzlich waren 150, 200 Menschen um uns herum. Und es hat sich eine gute Dynamik entwickelt, weil wir haben festgestellt, dass viele genauso denken, nämlich, dass das, was die Regierung uns eigentlich erzählen wollte, wir sind mit einem gefährlichen Virus konfrontiert, gar nicht stimmen kann, weil das Verhalten der Regierung ein völlig anderes war, als man hat versucht, uns vorzumachen, beziehungsweise wie man uns sehen wollte, ja, als Volk. Da wurden keine Abstände eingehalten, da wurden keine Masken getragen. Allein diese Widersprüche müssten jeden aufhorchen lassen. Wenn wir wirklich so ein Killer-Virus hätten, die Politiker wären da wahrscheinlich die Ersten, die sich da in Sicherheit gebracht hätten. Ja, das war ein unheimlicher Widerspruch. Und das erleben wir bis zum heutigen Tag. Und dann war es ein Bodo Schiffmann, ich denke, der ist jedem hier relativ gut bekannt, der uns völlig klar vor Augen geführt hat, das, was das Robert-Koch-Institut uns an Daten liefert, hat ja mit einer gefährlichen Pandemie gar nichts zu tun und dass eine epidemische Lage nationaler Tragweite im Grunde seit Anfang Mai gar nicht mehr besteht. Und auch er hat klar gemacht, ja, das Robert-Koch-Institut hat eine wunderbare Einrichtung, die nämlich virale Erkrankungen möglicherweise schon frühzeitig erkennen lässt, beziehungsweise epidemische Lagen, nämlich dass die Arbeitsgemeinschaft Influenza und die übermitteln, ja, oder übermittelnde Praxen, das sind regelmäßig 100 Praxen, die bei Atemwegsinfektionen bakteriologisch und auch viral, ja, untersuchen, was ist Auslöser für diese Atemwegserkrankung. Und da ist völlig klar, ab der 11. Kalenderwoche, heißt ab Anfang April, ist SARS-CoV-2 in diesen Sentinel-Proben nicht mehr nachweisbar gewesen. Und trotzdem will man uns über einen PCR-Test weismachen, Es herrscht hier doch ein SARS-CoV-2-Virus, was uns alle tötet. Das ist ein unheimlicher Widerspruch in sich. Und mittlerweile, ich mach's kurz, also jeder, der einen Intelligenzquotienten knapp über Zimmertemperatur hat, erkennt, dass wir hier belogen werden. Ja, dass das vorn und hinten gar nicht mehr stimmt. Und wir haben uns dem entgegengestellt, und wöchentlich, so wie hier auch, Demonstrationen durchgeführt und haben dann auch die restriktiven Maßnahmen unserer Stadtväter kennenlernen dürfen. Das heißt, wir wurden aus der Altstadt vertrieben, immer unter dem Deckmantel, Infektionsgeschehen sei nicht kontrollierbar, wenn so viele Menschen zusammenkommen. Und uns hat persönlich ermutigt, die Reise am 1. August und am 29. August nach Berlin. Zu sehen, dass so viele Menschen zusammenkommen, so viele Menschen, ja, der gleichen Meinung sind wie wir. Es geht nicht um Gesundheit, es geht auch nicht um ein gefährliches Virus, sondern da muss irgendein perfider Plan dahinter stehen. Und dagegen können wir etwas tun, wenn wir Menschen Gesicht zeigen, wenn wir auf die Straße gehen und gemeinschaftlich dagegen aufbegehren. Uns hat das insbesondere ermutigt, wie haben es die Querdenker aus Stuttgart geschafft, so viele Menschen zu mobilisieren, das wollten wir auch machen.
Wir hatten bei unseren Versammlungen, ich weiß nicht, wie es euch geht, über den Sommer hin abnehmende Besucher- oder Teilnehmerzahlen. Dann waren irgendwann mal nur noch 60, 70, 80 Leute da. Ja? Und eigentlich haben wir uns immer selbst beweihräuchert und bespaßt. Wir kennen uns ja mittlerweile relativ profund aus. Wir haben die Hintergrundinformationen. Wir sind selbstdenkend und aufgewacht. Also wie können wir andere Menschen erreichen? Wir haben im Vorfeld die Werbetrommel gerührt. Wir haben uns mit anderen Querdenker-Initiativen zusammengeschlossen, respektive mit den Münchnern. Und hatten, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hatte, aber Samstag vor 8 Tagen in Landshut eine für unsere Verhältnisse Großdemonstration losgetreten, 4 Stunden lang, und wollten im Vorfeld auch einen Aufzug mobilisieren, einen Aufzug, der von den Stadtvätern im Vorfeld verboten wurde. Und diesen Verbotsbescheid habe ich keine 24 Stunden vor Beginn des Aufzuges erhalten. Und ich habe mich mit Ralf Ludwig kurz geschlossen und Ralf Ludwig hat gesagt, wir gehen dagegen vor. Und noch in der Nacht haben wir einen Eilantrag erwirkt beim Oberverwaltungsgericht in Regensburg. Die haben in der Nacht gegen uns entschieden und das Verbot bestätigt. Daraufhin wieder eine kurze Beratung. Lassen wir uns das gefallen oder setzen wir dem Ganzen was entgegen? Es sind im Grunde die gleichen Spielchen, die in Berlin auch gespielt worden sind. Und die Anwälte von Querdenken, insbesondere Ralf Ludwig und Markus Heinz, haben es dennoch geschafft, bis vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen und per Eilantrag dann diese Demonstrationen durchboxen zu können. Und wir haben... selbige Verhältnisse auch eine Woche zuvor, am 12.09. in München erlebt. Und da ging es vor dem Verwaltungsgerichtshof in München gut aus. Und das hat Ralf Ludwig zum Anlass genommen, zu sagen, Mai, wir versuchen es beim Verwaltungsgerichtshof in München gleichermaßen. Und haben in der Nacht Eilantrag in München gestellt. Und jetzt, das schlägt ihm fast den Boden aus, der gleiche Richter, der München noch positiv beschieden hatte, hat uns eine Ablehnung erteilt, obwohl unser Sicherheits- und Hygienekonzept weitaus besser war als für den Aufzug in München. Und Ralf Ludwig hat ganz klar formuliert, hier hat der Rechtsstaat völlig versagt, deutsche Gerichte sind nicht mehr zuverlässig und wir werden auch eine sogenannte Feststellungsklage vor dem Bundesverfassungsgericht einreichen, um im Nachhinein nochmal feststellen lassen zu müssen von den obersten Richtern in Deutschland, war das verfassungskonform oder verfassungswidrig. Und dieses Urteil wird Symbolcharakter haben. Je nachdem, wie es ausgeht, können wir uns auf die Rechtsstaatlichkeit und unsere Gerichte noch verlassen oder nicht, wenn wir unser Grundgesetz einfordern. Ja, lange Rede, kurzer Unsinn. Wir hatten eine wunderbare Veranstaltung in Landshut und danach wurden noch zahlreiche Spontan-Demos ausgerufen. Und ich weiß nicht, wer es im Livestream gesehen hat, was in Landshut dort abging. Also auch die Landshuter Polizei hat dort letzten Endes ihr Gesicht gezeigt und versagt und eine Frau mit 55 Kilo und 6 Beamten in Handschellen in Gewahrsam genommen. Ja, also Zustände wie in Berlin auch und in der Gewahrsamszelle mit allem Pipapo, also ausziehen, nackt ausziehen und 1 Stunde hast du, Renate, dann in der Gewahrsamszelle zugebracht. Das sind alles Phänomene, die uns zum einen erschrecken, aber andererseits auch klar aufzeigen, die Regierung, die Rechtsstaatlichkeit hat sich völlig demaskiert und das Volk ist völlig auf sich allein gestellt und auch von Regierung und von Rechtsstaat bzw. von den Gerichten im Stich gelassen worden. Und die Frage, die sich jetzt erhebt, wie gehen wir weiter vor? Wir können immer noch so weitermachen, wir treffen uns, versammeln uns,
informieren uns über die immer gleichen Dinge, die wir schon kennen. Wie können wir andere Menschen erreichen? Und wie sollen wir insgesamt auch uns selbst sehen, mit den Gefühlen, die wir haben, ja, auch mit der Empörung, die wir haben. Denn die Empörungskultur oder Unkultur, die momentan unter uns weilt, ist beinahe nicht mehr auszuhalten. Diese Informationsflut, das Empören, der tägliche Aufschrei mit Seelen- und Gedankenhygiene hat das nichts zu tun.